Flackert das Licht? Nein, das Licht flackert nicht. Guten Morgen. Alter, erkenn doch mein Gesicht. Ja, jetzt hat das. Perfekt. Heute ist Donnerstag. Korrekt. Wetter ist nicht gut, wie immer. Hinten wieder ein bisschen Mock, aber das ist egal. Ja, wir fahren heute nach Los Gigantes. Dann machen wir ein bisschen Whale-Watching und gucken uns vor allen Dingen die absolut riesigen Klippen dort an. Jo. Und jetzt gibt es dann erstmal gleich Frühstück. Der Theo beginnt schon. Der Mann ist einfach hungrig. Kleine Raupe nimmer sein. Naja, wird auf jeden Fall doch ein schöner Tag. Wie immer. Prost Mahlzeit, Meister. So, wir haben schon mal Frühstück vorbereitet. Und abgewaschen. Und abgewaschen mit absoluter Rave-Mucke. Ey, wir waren echt produktiv, weil wir haben, glaube ich, das ganze Ding in 5 Minuten durchgeruppt oder so. Alright. Wir haben jetzt alle soweit eingeschichtet, angezogen, eingeschmiert, vorbereitet. Und wir starten jetzt gleich nach Los Gigantes. Wird ungefähr eine Stunde Fahrt, ist recht lange. Aber das kriegen wir definitiv hin. Jo, und dann bin ich mal gespannt, was uns so erwartet. Alright, wir sind in Los Gigantes angekommen. Ja, die Aussicht, ich kenne sie ja schon, ist einfach unglaublich. Man sieht jetzt nichts, weil hier diese, naja, was auch immer, diese Wand davor ist. Aber diese Felsen dahinter sind schon unglaublich gigantisch. Heißt ja nicht umsonst Los Gigantes. Ja, wir gehen jetzt ganz kurz zu den Leuten, bei denen wir diese Tour gebucht haben. Und dann geht's raus aufs Meer. Mit diesen gehypten Leuten hier. Was sagten die Fenster dazu? Fenster zu und packen Sonnenbrillen ein, weil die Sonne uns ballern. Das ist immer geil. So Jungs, seid ihr hyped? Hyped noch alles. Oh je, Alter.
Nach dem Desaster. Also wann hält? Aua! Kannebe! Echt nicht? Geil! Oh, das ist... Alter, das ist krachgeteilt! El Drifto! Oh, ich lieb's! Digga. Okay, ich hab auf. Boah, das ist so angenehm gerade. Ja. Ey, weil die ganze Zeit das Salz da so noch dafür ist. Boah, echt, ey. Das Salz hat ganz schön geschallert. Oh. Der Mann gönnt sich. Seven up is getting. Alright, wir haben die Wal- und Badetour hinter uns. Das war unglaublich schön. Also am besten war das Bad, also die Wale waren auch schön auf jeden Fall, aber diese Wale, der Badestop, der hat es schon... Der Badestop, der war echt gut, also und alles einfach für 25 Tacken, 2 Stunden lang, dreimal Wale bzw. Delfine gesehen, baden gewesen, Backflip gemacht ins Wasser. Ich hab schon gefühlt, war schon von der Mann. Und ein kostenloses Getränk, das hat's einfach gerissen. Das hat's einfach, war schon schick, genau. Wir machen jetzt so langsam wieder uns auf den Rückweg. Satzbau gut. Wir sind unterwegs, vielleicht am Anhalten irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall noch shoppen. Wir müssen noch ein. Ja, wir müssen shoppen. Wir Numero. Wieder, ich würde sagen, wir gehen wieder in das fette Ding. In Guadalajara. Von dem Hypo D, Hypo. Fünftes Mal einkaufen. Ich sollte jetzt noch mies getimelapsed den Weg hier hoch. Darauf geht's morgen. Seit 6 Sekunden, Digga, das ist direkt im kurze Erklärung, warum wir jetzt Wasser aus der Flasche nehmen. Das stimmt, das muss man den Leuten erklären. Das Leitungswasser. Das ist kein Leitungswasser, das ist... Pass auf, in Spanien ist es so, das Leitungswasser ist mit Chlor versetzt, nicht wie bei uns in Deutschland. Zumindest auf der Insel, ja. Auf der Insel. Bei anderen Seiten. Auf Teneriffa. Sprich, dieses Wasser hier ist im Prinzip wie das normale Leitungswasser bei uns, das, was hier aus dem Hahn kommt. Hier guckst du, machst du an, Wasser raus. Ist mit Chlor, schmeckt auch nach Chlor und wenn wir das jetzt hier aufkochen, mockt diese ganze Bude nach Chlor und unser Essen schmeckt nach Chlor. Es ist kein Scheiß.
Es ist so. Ist halt einfach so. Kurzer Real Talk mit Dirt und Tee. Das Leben ist hart. Aber ich wüsste, wie man Chili con Carne macht, dann war das so an, wie wollen wir das Fleisch braten? Fragst du mich gar nicht? Ich hab keine Ahnung, Digga. Na, wir, ja, wir müssen wieder zuerst wieder zweckspiebeln. Quiebeln. Okay. Wir müssen zuerst wieder Knoblauch und Zwiebel schneiden. Dann machst du das jetzt, ich hau wieder alles zusammen. Ja, die Scheiße anbraten. Und wir kriegen das hin. Wir sind zwar dumm, aber wir kriegen das hin. Wir sind nicht dumm. Naja, wir tun zumindest so. Wir tun zumindest so. Einfach für den Content, weißt du. Das ist einfach eigentlich gar nicht echt. Eigentlich sind wir so voll unwitzige Spasten so. Ist halt auch einfach so. So, warte mal. Alter, yo! Mach halt noch was kaputt. Was heißt hier noch was? Das hätte ich. Also, Digga, es hätte ich schon was kaputt gemacht. Was soll ich machen? Na, schon was. Digga. Öl genommen. Öl. Haben wir Öl? Ja, hier. Ah! Ich kotze in zwei Strahlen, ey. Strählen oder Strahlen? Strahlen. Ich kotze auch. Strahlen. Zwei. Ja, siehst du, ist besser als ich. Ich habe nicht weit los. Ja, du hast Abi gemacht, ich Fachabi. Ja, Jacke wie Hose. Beides Fachhochschulreife oder zumindest Hochschulreife oder irgendein Scheiß. Ja, du hast eine Hochschulreife, ich eine Fachhochschulreife. Naja. Deswegen darf wir können beide studieren, Jacke wie Hose, wie gesagt. Also, das ist so. Hast du nie gekocht? Oh, okay, du bist der Chef hier, Alter. Ja, absolut nicht, aber ich finde das immer so. Wie viel Knoblauch zählen bei mir? Ich wollte gerade Knebel zählen. Alter, jetzt frisst du die Scheiße roh und ich muss mit dir im Zimmer pennen. Es gibt Chili con Carne, das ist für uns beide sowieso schon mal der Tod. Digga, weißt du, was jetzt gleich passiert? Klemme? Wenn du schon so alt bist, ist schon wieder. Warte, ich bin ja gar nicht. Hier oder nicht? Willst du gehen hier? Na klar. Hä? Wir haben Urlaub, jetzt darf ich wieder Bier trinken. Ich hab nämlich ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken. Okay, ich muss es diesmal langsamer machen. Und richtig vor der Kamera. Maul halten. Hast du nicht letztes Jahr noch ein Mikro mit? Nee, das war Schubis Mikro. Ding im Fokus. Warum hat er das diesmal nicht mit? Schnauze jetzt. Oh. Das war gut, oder? Alter, vor allem richtig schön im Fokus. Oh, du bist ein köstlicher Mann. Okay, jetzt muss ich gerade mal weg, vielleicht muss ich die Zwiebel schneiden. Was? Nee, mach doch jetzt mal meine zweite Blende noch auf. Ich soll die auch machen. Und Schubi hat sich nur so aufgeregt. Zweite Plembe, San Miguel. Zweite Plembe, San Miguel. Ach, was. Ah, kann ich jetzt hier mal, also... Okay. Ich mache hier gerade deine Arbeit. Ja, weil ich meine Arbeit nicht machen kann. Die Knoblauchzehen, die sind mir zu klein. Hör jetzt auf! Ey, wir furzen schon alles vor. Da müssen wir jetzt nicht noch durch die Fresse mocken, Alter. Ey, während Doring schnippelt. Wir waren dann auf dem Boot, so richtig auf Touri-Style und haben uns Delfine und Maler angeguckt. Was machst du jetzt so blöd, Alter? Weil ich gerade über die Aktion, über die ich jetzt gerade erzählen möchte, gelacht habe, okay? Verstarscht. Und da waren dann halt eben, wie gesagt, Delfine und Wale zu sehen, zum Glück. Und wir waren, also Sarah, Luki, Dorian und ich, waren die einzigen, die so Kameras mit dabei hatten. Und wir waren halt, sind halt die ganze Zeit auf Serienbild gegangen und es hat halt mies geklackert, wie in so einem, als ob wir die ganze Zeit so Magazine durchladen würden. Und ich fand, ich irgendwelche Promis so, wie die Promi. Ja, so genau. Also, wie auf so einem roten Teppich so. Roter Teppich, Alter. Ja. Durchgeballert. Keine Ahnung, warum ich euch das jetzt erzählt habe. Ich fand's wichtig, euch das zu erzählen. Finde ich auch gut, das ist unnötige Information, aber ist so. Voll das einfache Kochen, Digga. Was glaubst du, ob ich auf Arbeitemaschine die Konkane für 50.000 Mann mache? Wieso fragst du mich dann, ob ich weiß, wie Chili con Carne geht? Der Mann verarscht mich am laufenden Band, ey. Fuck.
Alter, wir können doch einfach jetzt Brühe servieren. Wir haben einfach noch einen Brühwürfel. Heute gibt's Brühe mit Hacke. Boah, jetzt zischt er wieder wie ein Baby, Alter, an dem Ding. Mann, lass mich doch einmal das Bier genießen. Meine. Er brennt jetzt schon am Reis. Ich mach schon mal den Lack hier auf. Psst. Nein! Nein! Bastard, Bro. Oh. Ich habe einfach die Kamera angestellt, drauf losgefilmt und die Leute wissen nicht mal, was wir kochen. Also die fünf Leute, die sich das angucken. Wovon drei Bier sind? Bier? Wir kochen für die eine Person, die das gucken wird. Das ist ein Stromausfall. Stromausfall. Wir kochen für die Konkane. Ey, Alter, Malle war jetzt Stromausfall. Man sieht zwar nichts. In die Hütte. Warte, Leute, jetzt ziehen wir was. Wir haben hier Servostrom. Servostrom, aber Feuerchen. Feuerchen in der Rüstung. Läuft, Alter, richtig geil. Ey, hier läuft nichts in der Hütte. Alles dunkel. Död, was sagst du dazu? Fenster zu. So, kann man Chili noch roh machen? Ja, das Fleisch, das ist ja eigentlich verzerrt. Naja. Zwiebeln sind halt nicht geil. Der ah, Strom is back. Strom, Allah. Ja, weißt du, was jetzt wieder nicht funktioniert? Der scheiß Herd, lass mich ja, rein. Ja. Alter, er kann es einfach. Alright, wir können weiter kochen. Aber guck mal, Alter, wenn wir kochen, ist ja alles wirklich gut. Keiner ist so blöd, wie wir es sind, ey. Wir sind trotzdem die coolsten. Spaß. Wir haben hier einfach keinen so eine Lasche zum Aufmachen dran gemacht. Es kotzt mich an. Ja, hab ich ja auch gerade. Da meint er aber. Er hat die Wurst klein gemastet. Au! Oh, nee! Aua, aua, aua! Hey, Mann! Hast du die Kante gegeben? Oh, nee, Alter. Depp, Alter. Depp. Mach bitte da rein. Wir sind back. Ich hab das Coolste verpasst. Spaß. Absolut gar nicht stoppert. Aber der Stromausfall war mit drauf, oder? Der war mit drauf, ja. Das wäre aber richtig reinbrennen, Alter. Der andere ist auf jeden Fall im Video. Alter, ich nehme diese Pfefferkörner gleich so raus und klopfe die mit meinem Kopf. So stressig, Digga. Ja, voll drauf. So jetzt. Och nö, Alter. Och nö. Alter,
alles ist aber, weil die noch so schnitzig ist. Ach ja, stimmt, Alter. Die sind halt, die Dinger sind so biegsam, weißt du, du rührst halt damit, das Ding biegt sich zurück und dann kommt es auf einmal und schnippst dir das alles in die Fresse. Hart scheiße. Aber eigentlich will ich gar keinen Kittel. Das sagst du! Was? Fragt ihr mich, ob die Küche noch sauber ist? Alter! Hast du uns gerade gefragt, ob die Küche sauber ist? Jetzt gibt's eine Ansage, Digga. Also Dorian, schmeckt scheiße. Schmeckt mega scheiße. Geil. Ja, Digga. Mega geil. Echt? Ja, du Alter, musst du gleich mal meinen Löffel reindroppen. So, ihr habt zwar keine Zwischenschritte gesehen, aber das ist das Endresultat.